Hallo und herzlich willkommen zu meinem Projekt Zuckerfrei. Heute wieder ein super schnelles Rezept, und zwar zuckerfreie Haferkekse. Für den Teig brauche ich 50 Gramm Stauberythrit, 50 Gramm Birkenzucker, 130 Gramm zimmerwarme weiche Butter, ein Vanillestängel, ein Ei, 150 Gramm Haferkleie. Das ist eigentlich nur die Randschicht der Haferflocken, also sehr sehr gesund, ballaststoff- und mineralstoffreich. Und dazu noch 150 Gramm glutenfreies Mehl. Achtung, wichtig, Hafer hat auch Gluten drin, also dieses Rezept geht nicht als ganz glutenfrei durch, außer du verwendest glutenfreie Haferflocken. Am Anschluss gebe ich mir die Haferkleie auf den Tisch, mache eine Mulde, gebe alle anderen Zutaten dazu und knete mir den Teig von Hand durch. Das mache ich gerne bei einer kleinen Menge, das geht einfacher. Bei einer größeren Menge nehme ich dann die Küchenmaschine. Im Anschluss kann ich mir den Teig direkt ausrollen. Hier greife ich gleich wieder auf glutenfreies Mehl zurück. Vielfach hört man, dass glutenfreies Mehl, also sprich Stärkemehl, fest austrocknet. Das stimmt bei gewissen Biskuit oder anderen Produkten, aber hier für die Kekse ist dieser Effekt optimal, denn das entzieht die Feuchtigkeit und die Kekse werden schön mürbe. Nun kann ich mir den Teig schon beliebig ausstechen. Hier passend zu Ostern mit Hasen. Und die anderen Teile schneide ich hier mit diesem Ruckzuck. Den kann ich dir gerne verlinken in der Infobox wie auch auf meinem Rezepteblog. Hier kannst du wirklich kreativ sein und die Kekse so schneiden, wie du gerne magst. Dann gebe ich mir alles auf ein Backpapier. Hier achte ich darauf, dass ich die großen nicht mit den kleinen mische, denn die großen haben länger im Ofen und darum mache ich hier gerne ein separates Blech. Zum Schluss nehme ich ein Ei, verquirle das und streiche mir alles regelmäßig an. Die Kekse kommen nun bei 190 Grad in den vorgeheizten Backofen. Die kleinen haben 10 Minuten und die großen Osterhasen etwa 14-15 Minuten. So sieht das Ganze aus. Super easy in der Herstellung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Hier links verlinke ich dir noch weitere Rezepte aus dem Projekt Zuckerfrei. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Dein Marcel.